وقل رب زدني علما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Und alle Dalalatim für Liebe Geschwister, heute inshallah wird unser kurze, kurzes Thema sein: die starke Hitze im Sommer und wie der Koran, die Sunnah dazu steht. Der Muslim lebt in diesem Diesseits und versucht ständig durch all das, was außerhalb seines Lebens passiert, es mit dem Koran zu verbinden. Und deswegen nennen die Ulama den Koran Al-Mastur. Quran al-Makro, den Quran, den du tatsächlich liest mit deinen Augen, wal Quran al-Mandur, den Quran, den du liest, siehst. Wenn du liest, Allah hat die Himmel und die Erde erschaffen, schaust du raus und du siehst den Himmel und die Erde. Wenn er über die Bäume und Flüsse und Ozeane und Tiere und Menschen redet, gehst du raus und du siehst die Ozeane, die Flüsse, die Menschen und die verschiedenen Farben. Und genauso sieht es aus mit dieser Jahreszeit die Jahreszeit des Sommers, wo sich jeder beschwert über die starke Hitze. Und diese Ibadah nennt man At-Tafakkur. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte in vielen Versen, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَتَذَكَّرُونَ يَتَدَبَّرُونَ يَفْقَهُونَ يَعْقِلُونَ und so weiter. Und meistens ist es verbunden mit dem Koran oder mit der Schöpfung. Und wir lesen am Ende von Surah Al-Imran, als Allah über bestimmte Diener spricht, <coughs>

Es sind diejenigen, die Allahs Gedenken stehend und sitzend und auf ihren Seiten liegend. Sie sagen: Oh Allah, du hast diese Schöpfung hier nicht umsonst erschaffen. Das hat einen Zweck und einen Sinn. Subhanak. Subhan heißt: Frei bist du von Fehler, dass du das umsonst erschaffst. Er hat es für uns erschaffen, damit wir darüber nachdenken und daraus dann Lehren ziehen. Allah sagt: wa Allah tut At-Taqallub At heißt Wechsel. Deswegen heißt das Herz auch Kalb, weil es sich ständig dreht und wendet. In, dieser, in dem Unterschied zwischen Nacht und Tag ist eine Lehre, die Ulil Absar. Ulil Absar, diejenigen, die Einsicht haben und den Durchblick haben. <laughs> وإن شدة حر الصيف الذي نعيشه يذكر يذكرنا بموقفين عظيمين. diese starke Hitze, die wir durchleben jetzt in dieser Sommerjahreszeit, die nächsten zwei drei Monate, erinnert uns Muslime an zwei an zwei großen Momenten. Erstens, إن شدة حر الصيف يذكرنا بحر موقف يوم القيامة. Es erinnert uns an den Tag der Auferstehung. Warum? Was hat die Hitze mit dem Tag der Auferstehung zu tun? Ganz einfach, weil an diesem Tag wird die Sonne herangebracht. Im Hadith steht mil in der Entfernung einer Meile. Und die Gelehrten streiten sich, was heißt Mehl, was heißt hier Meile? Wirklich 1,678 Kilometer oder ist Mehl das, womit man sich. Die Augen, womit die Frau sich ihre Augen schmückt, den sogenannten Kuhl. Dieses Stöckchen nennt man Mil. Heißt das, die Sonne ist wirklich nur einige Zentimeter von den Köpfen entfernt? Mil? Oder heißt hier Mil wirklich eine Meile? Es wird an diesem Tag heiß sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beschreibt, dass die Menschen schwitzen werden. Man, dass es 70. Ellen in die Erde reinsickern wird der Schweiß. Und dann stehen die Leute im Schweiß bis zum Knöchel, manche bis zu den Knien, manche bis zu den Hüften. Und dann zeigt der Prophet auf, und manche werden in ihrem Schweiß ertrinken. Also die Hitze, die du draußen erlebst, denke daran, verbinde es. Und dann tust du Taten verrichten, die dich an diesem Tag retten. Dann, liebe Geschwister, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt, die Menschen werden so lange stehen und schwitzen, bis es in die Erde 70 Ellen, also über 30 Meter, versickern wird, und dann steigt es erst mit dem Menschen auf. Und jeder wird im Schweiß stehen, je nach Taten bzw. je nach Sünden, die er. Die Er begangen hat. Wonach suchen wir hier im Diesseits, wenn es heiß ist? Klimaanlage, Schatten. Und genauso wird es am Tag der Auferstehung sein die menschen suchen am tag der auferstehung nach einem schatten in dem sie sich vor der starken hitze schützen wollen und an diesem tag wird es nur einen schatten geben es gibt keinen anderen schatten außer diesen und zwar ist es der schatten von von allah und manche sagen hier der schatten von allah oder der schatten vom thron allahs und wir kennen alle den hadith dass in diesem schatten sieben arten von menschen sein werden Sieben Arten, sieben Charaktere dürfen in diesem Schatten stehen. Der Prophet wasallam, erwähnte sie, als er sagte, <laughs> sieben Arten von Menschen werden am Tag der Auferstehung in einem Schatten stehen, am Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Und dann fing er mit dem an, der der Wichtigste ist in der Ummah, adil ein gerechter Herrscher, ein Herrscher, der sich um seine seine Herrscher, über seine Herde kümmert. Das heißt, er gibt ihnen aus, er erleichtert ihnen das Leben, er baut ihnen Krankenhäuser und, 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 und. Dieser Adil, Imamun Adil, wird der Erste sein, der im Schatten ins Thron sich stellen darf. Und, Danach schließend jeder, der eine Position einnimmt, über die er Herrschaft hat, über die Muslime, zählt zu diesem Imam Adil. Das heißt, wenn du Vorstand von einer Moschee bist, oder Direktor, oder Präsident, oder Richter, oder, 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 und du hast dich richtig und gerecht verhandelt mit denen, die unter dir sind, wisse, dass du dir den Schatten so verdienen kannst. Und das ist ein Appell an erster Linie an die an die Jugendlichen und an die Kleinkinder, die heranwachsen. Er sagt, im Schatten darf sein ein Scherb ein Jugendlicher, der aufwächst in der Anbetung Allahs. Was heißt Anbetung? Er lernt das Gebet von klein auf, den Quran, er lernt die Moschee kennen, er lernt Allah kennen und seinen Gesandten und dann bleibt er standhaft vom Kindesalter bis hin zum, bis er alt wird und ein alter Greis wird. Dieser Scherb der sein ganzes Leben in der Gottes, im Gottesdienst verbracht hat, darf am Tag der Auferstehung ebenfalls sich in den Schatten stellen. Die dritte Art von Menschen sind Menschen, die die Moscheen lieben. Der Prophet ﷺ sagt, sein Herz ist hier drinnen. Er geht raus nach Hause, aber sein Herz bleibt hier. Es hängt an der Moschee. Wenn er rausgeht von Salatul Jumu'ah, denkt er schon wieder an Salatul Asr. Und wenn er rausgeht von Salatul Asr, denkt er schon wieder an das nächste Gebet. Er liebt die Moscheen, dieser Mann bzw. diese Frau. Und zwei Brüder bzw. Schwestern, sie lieben sich für Allah. Er liebt ihn, weil Allah ihn auserwählt hat und weil er Iman hat und umgekehrt. Sie treffen sich für Allah. Wenn sie sich treffen, reden sie über Allah und seinen Gesandten und sie sprechen über Dinge, die von Nutzen sind. Und wenn sie sich trennen, trennt sich jeder mit einem sauberen und gesunden Herz. Das heißt, sie lieben sich weiterhin. Wenn sie sich trennen, denkt der eine über den anderen nicht schlecht. Und deswegen haben sich diese zwei den Schatten verdient. und und ein Mann, der verführt wird von einer angesehenen Frau, die eine hohe Stellung hat, die reich ist, sie will mit ihm das Verwerfliche begehen, der außereheliche Geschlechtsverkehr. Doch er sagt: Ich habe Angst vor der Strafe Allahs und am Tag der Auferstehung. Dieser wird sich ebenfalls den Schatten verdienen am Tag der Auferstehung. Und ein Mann, der Sadaqa gibt. Er gibt es so versteckt mit seiner Rechten, dass seine Linke nicht weiß, wie viel er gegeben hat. Das heißt, er greift einfach und gibt, ohne zu zählen. Und so wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala dann auch behandeln am Tag der Verstehung. Ohne Abrechnung wird er ins Paradies hinein dürfen. Und er darf sich ebenfalls in den Schatten stellen. Und der Letzte... Und ein ganz besonderer, was auf die Liebe zu Allah hinweist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, einer und ein Mann bzw. eine Frau, er hat sich zurückgezogen. Niemand sieht ihn, weder eine Frau, weder seine Frau, noch seine Kinder, noch seine Freunde, noch, noch, noch. Er zieht sich zurück und gedenkt Allahs, bis seine Augen tränen vor der Liebe oder vor der Angst und vor der Ehrfurcht Allah. Dieser wird ebenfalls im Schatten sein. Am Tag, da es keinen Schatten geben wird, außer seinem Schatten, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor ihnen sein lassen. Ja. Amen. Und dann gibt es noch einige andere. Das sind die sieben, die bekannten sieben. Der Prophet sallallahu alaihi sagte, man naffasa an gharimi." das heißt derjenige, der seinem Schuldner, du hast jemandem Geld ausgeliehen, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro, und dieserjenige ist in Not geraten und kann nicht zum genannten Zeitpunkt das Geld zurückgeben. Der Prophet sagt, man Du sagst ihm, ich gebe dir noch eine Woche, noch einen Monat, noch ein Jahr. Wenn du das machst, sagt der Prophet anhu. Oder du sagst, weißt du was? Ich vergebe dir deine Schulden. Was verdient man sich dadurch? Kana fi arshi, kana fi arshi wird am Tag der Verstehung im Schatten des Thrones Allahs sein. Welche Tat ist das? gebe deinem Schuldner mehr Zeit oder vergib ihm die Schulden. Sag ihm die 1000 Euro, was kaufst du dir dadurch? Durch die paar Euros, auch wenn es so 50 Euro sind, du kaufst dir den Schatten am Tag der Auferstehung. jalali fi arshi Diejenigen, die sich für Allah lieben, du liebst den Bruder. Für Allah Subhanahu wa Taala. Wie liebt man einen? Du liebst ihn, weil Allah ihn auserwählt hat als Muslim. Du liebst ihn wegen seinen schönen Charaktereigenschaften. Du liebst ihn, weil er nett zu dir ist, weil er dir gibt und 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 und. Diese, die sich für Allah lieben, Allah ruft am Tag der Auferstehung: Ein almutahabun. Wo sind diejenigen, die sich wegen mir geliebt haben? Ihr dürft alle in den Thron von meinem Arsch an einem Tag, an dem die Sonne nahegebracht gebracht wird. Und in einer letzten Überlieferung wird die Vorzüglichkeit der Sadaqa bekannt, als er sagt, jeder Muslim wird im Schatten sein, sein persönlicher Schatten, sein persönlicher Regenschirm, der ihn vor der Sonne schützt. Wie hast du diesen Regenschirm bekommen? Durch die Sadaqa. Hatta yufsala bayna al während zwischen den Menschen gerechnet wird. Hassanat und Seyat, wo bist du, Ya'ayuhalmutasad dirk? Du bist in deinem Schatten und wartest ab, bis die Leute fertig sind, um dann ins Paradies eintreten zu dürfen. Also erstens, diese Hitze, die wir erleben, erinnert uns an den Tag der Auferstehung und ebenfalls ohne Zweifel erinnert uns das an die Hitze. ونصف فيا فون جهنم ميغال الله سبحانه وتعالى ونصف فيا جهنم. Er sagt, عباد الله ما هو السبب الشرعي لشدة حر الصيف الذي نلقاه؟ كانت ايدي جروند في ديشتاك هيتزا بالشيء اللي بإن شدة ما نجد من حر الصيف هو من نفس جهنم. والعياذ بالله. اس ist ein Ausatmen فون جهنم. ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم أزاكت اشتكت النار إلى ربها. Jahannam selbst hat sich bei Allah geschwört. Was hat sie gesagt? Wir lernen daraus erstens, dass, Jah dass Jahannam Gefühle hat. Sie spürt und redet. Sie sagt: Ja, Allah, Jahannam selbst, ein Teil von mir frisst den anderen Teil auf, verbrennt ihn. So hat die Allah Erleichterung gewährt, zweimal. Nafasin das heißt, einmal darf sie ausatmen im Sommer, so ist das die Hitze, die wir hier äh, erleben, und einmal darf sie ausatmen im Winter, und das ist die heftige Kälte, die wir erleben. Das heißt, in Jahannam gibt es Strafe durch Hitze und Strafe durch Feuer, der sogenannte Al Zamharir. Mögen er uns bewahren. Ebenfalls sagt er, a .a in Bezug auf das Dhuhrgebet, von der Sunna ist, wenn es sehr starke Hitze ist, dass du das Dhuhrgebet verspäten darfst, bis es etwas kühler wird. Qala Wenn es richtig heiß geworden ist, dann wartet ab, bis es kühler geworden ist. Und dann gibt er uns das Wissen. Denn die heftige Hitze ist nur ein, ein Hauch von jehannam ein Hauch, liebe Geschwister. Jahannam atmet nur einmal aus und die ganze Menschheit beschwert sich. Und es gibt Länder, wo die Menschen sterben aufgrund dieser Hitze. Er sagt hier: Stell dir vor, wenn das unser Gemütszustand ist, unsere Gefühle sind nach einem Ausatmen, verkäferbilahabuha. Wie sieht dann erst mit dem wahren Feuer aus und mit dem, der drin sein muss, für ewig? Wenn wir uns schon beschweren bei einem kleinen Ausatmen von jehannam wie sieht es mit diesen Leuten aus, die ewig in Gehennam sein werden? Allahumma jina Auch der Prophet sallallahu alaihi in Tabuk, haben sich die Heuchler einen ein Feldzug namens Tabuk. Der Prophet wa sallam, ist mit den Sahaba ausgezogen in den Kampf und die Heuchler haben miteinander gesprochen, bis sie sagten: la firu fil harr. Geht nicht in dieser starken Hitze raus. Lass Rasulullah und die Sahaba kämpfen gehen. Wir bleiben in Medina. Dann kamen die Verse herab. Er droht ihnen. Er sagt: Sagt den Heuchlern, dass Jahannam noch heftiger ist an Hitze, die ihr hier erlebt. Subhanallah. Und in Mekka war es so heiß. Dass der Prophet und andere Sahaba sich kalte Eimer über den Körper schütteten und die Hände auf den Kopf legten wegen der starken Hitze. Das waren Temperaturen über 50 Grad. Und jeder, der in Mekka und Medina war, kennt diese Hitze. Muhammad anna ashaddu harran min harri also o Muhammad geh zu den Heuchlern und sage ihnen dass jahannam noch heißer ist als das wovor ihr euch jetzt hier fürchtet und er sagte narukum juz'un min min o ihr Muslime, das feuer was ihr hier kennt auf dem diesseits ist nur ein teil von 70 teilen von jahannam sie wurde äh, vervielfacht um 69 Teile, jedes Teil ist genauso heiß wie das eine. Stell dir vor, 70 mal heftigere Hitze als diese, wobei das Feuer hier, was wir kennen, ausreichen würde. Die Gefährten haben gesagt, wenn es doch nur dieses Feuer ist, womit wir bestraft werden, Allah, es würde genügen und reichen. Schau dir an, Leute, die verbrannt werden. Schau dir die, die Welt Waldbrände an. Was für ein Schaden es errichtet. Dieses Feuer. Mal 70, das ist Jahannam. La ilaha illallah. Und Jahannam ist nicht rot wie unseres Feuer, sondern dunkel und finster. Kala tahsabuna, Entschuldigung. Kala tahsabuna anna Der Prophet sallallahu alaihi wa sagt: Denkt ihr, das Feuer von Jahannam ist wie euer diesseitiges Feuer hier? Hier erschött du min alqar. Sie ist noch schwärzer als Asphalt und Pesch. Kennst du das, womit man die Straßen? neue Straßen macht, sie ist dunkler als dieses Feuer. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Jahannam schützen. Und gleich werden wir erfahren, einige Taten, wie man sich vor Jahannam schützt. Aqulu wa astaghfirullah wa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داما بعد. liebe Geschwister, wie gesagt, der Muslim lässt sich zieht Lehren aus seinem Leben. zieht Lehren von dem, was er sieht und was er hört, sogar aus seinem eigenen Körper. Allah sagt, wenn du dir dein Auge anschaust, wie es aufgebaut wurde, dein Körper, dein Herz, deine inneren Organe, dein Körperbau, deine Haare, deine Nägel, deine Zähne, deine Haut und so weiter, alles weist auf ein Wunder hin, wie Allah subhanahu wa den Menschen erschaffen hat und genauso schaust, schaust du auf die Natur und das, was Allah erschaffen hat und dazu gehört die heftige Hitze. Und die starke Kälte. In Jehannam wünschen sich die Leute nichts mehr als einen Schatten. Und wenn sie in den Schatten rennen, werden sie erfahren, dass dieser Schatten noch heftiger ist als Jehannam selbst. Also rennen sie aus dem Schatten wieder heraus ins Feuer und vom Feuer wieder in den Schatten und vom Schatten wieder ins Feuer. Und das ist, was wir uns hier wünschen. An einem heißen Tag ein kaltes Getränk und Schatten. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, die Ashabu al-Shimal, in Su'atul al als er sagte, Die Leute der linken Seite. Was lässt sich wissen, wer die Leute der linken Seite sind und wo sie sein werden? Qala fi samumin wa Samum ist ein sehr heißer Wind. Du kennst das, im Sommer kommt eine heiße Brise, die auf der Haut schon wehtut. tut <laughs> Dieses Hamim in, in der Hölle verbrennt die Haut und lässt sie schmelzen. Ihr Schatten besteht aus was? aus schwarzem Rauch, der extremst heiß ist. Und Al-Hamim ist das sehr heftige gekochte Wasser, das kriegen sie zu trinken. Wenn sie es trinken, zerfetzen ihre inneren Organe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie Surati Muhammad, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sie trinken dieses kochende Wasser und dann zerspringen und zerreißen ihre Mägen und ihre inneren Organe. fi shiddati hadhal harri uzakkiru nafsi wa uzakkirukum bi amalil ta'at tanfa'una a'inda lai ta'ala. Ein, zwei, Wichtige Taten, die, die uns retten vor Gehennam bzw. vor der Strafe Allahs. Als erstes, dass wir Zuflucht suchen vor der vom Feuer selbst. Und der Prophet wasallam, sagt Anas ibn Malik: Das meist ausgesprochenste Bittgebet, pass auf, in seinem ganzen Leben, was er ausgesprochen hat, war, Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa akhirati hasana. وقنا عذاب النار. Das meist ausgesprochenste des Propheten صلى الله عليه وسلم. War dieses, war dieses بيت وقال أيضاً: أيمن زاكت يا من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. داين إذا دا الله بيتت أم لاس Paradise اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخلي الجنة، اللهم ادخله الجنة. وصاكت اللهم ادخله الجنة. وكانت هناك حاجة إلى الله، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، سيقول الله, الله وأن الله خاتئين، فهو المقصود. ومن صفات عباد الرحمن، في سورة الفرقان، سورة 25 من القرآن، أمانة ردت الله على عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اوينت بشتمت eigenschaften dass sie bescheiden sind dass sie qiyam ul layl verrichten dass sie keinen shirk begehen dass sie keinen zina begehen und eine eigenschaft von ihnen ist والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقام ذي sprechen sprechen ein ganz bestimmtes bittgebet aus indem sie zuflucht suchen vor jahannam möge allah uns bewahren وأخيراً im im التحيات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع نحن نعرف هذا في التشهد نبحث عن أشياء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم بزخ ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor seiner Strafe, vor Jahannam und uns keinen Augenblick eintreten lassen in Jahannam. هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم لا تعذبنا طرفه عين ولا قل من ذلك ابدا، اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، يا عزيز يا وهاب، اللهم انك بالاجابه جدير. وأنت الملك الحق المبين فتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم وأقيم الصلاة